Oh Scheiße, guck mal. Hier, ganz viel Regen kommt. Wir haben doch nicht mal 3 Kilometer geschafft. Und das fängt gut an. Wir haben die voll verratzte Autobahn gefunden. Also da, wo Autos rüber und sowas fahren. Und das hier, das ist die andere Autobahnseite. Das hier, das ist ein Weg mit Nass dran. Mit Matsch und Flüssigkeiten und sowas. Wegen diesem ganzen Flüssigkeitsweg muss ich hier erstmal Urin machen. Oh, guck mal, Marvins Reifen haben Probleme. Da ist Dreck dran. Ich habe aber auch Dreck dran. Guck mal, wir haben Hund gefunden. Hier, Stöckchen spielen oder wie sich das nennt. Ich wollte auch gar nichts. Gib Prost. Bierpower-Verkehrsreflektor. Ne, guck mal hier. Ich habe Heideblüten gefunden. Und wisst ihr, was man mit diesen Heideblüten macht? Das ist ein natürliches Antidepressivum. So, jetzt hier dieses natürliche Antidepressiva aussammeln und einpacken zum Weiterverwerten von Tee oder zum Fressen oder so etwas. So, ich hab einen Taschentuchbeutel von diesem natürlichen Antidepressivum genommen und jetzt weiter zu gelaufen. Ne, guck mal, wir sitzen hier biertrinkend rum und schauen uns dieses Loch da vorne. Marvin, Prost. Geh Prost. Wunschbaum gefunden. Guck mal hier, ja, hier in diesem Wunschbaum oder wie sich das nennt, hängen irgendwelche Zettel dran. Und deswegen habe ich hier auch einen Zettel gemacht. Und genau diesen Zettel, werde ich jetzt hier an diesen Baum auch anhängen. Guck mal, wie schief mein Billig-Pilgerwagen aussieht. Dieser möchte gern Pilgerwagen. Der hat so viel schief dran. So, ich habe gerade meinen Wagen gerichtet. Das sieht jetzt wieder gerade aus. Und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal hier. Hier ist ein urinfarbiger Schild mit N drauf. Nee. Darauf erstmal ein Bier trinken. Prost. Guck mal, wir haben Ei gefunden. Und hier gibt es so etwas und hier Kartoschka und Eier und irgendwelche Würste in Dosen drin, in Gläsern drin. Und noch mehr Eier, Kürbiskerne, Leberwurst und noch mehr Kürbiskerne, Rhabarber, Aprikosen, so etwas. Kürbiskernöl? Ja. Oh, hier ist Mietwurst. Oh, jetzt Dunkle kommt. Und weil Dunkle kommt, habe ich hier meine Kopflampe, die ich jetzt über meinen Wasserkopf rüberziehe. Ich habe jetzt meine Kopflampe über meinen Wasserkopf rübergezogen, damit ich euch anleuchten kann. Und damit ich mir selber, uns beiden selber den Weg hier auch noch anleuchten kann. Und jetzt diese verlassenen Gebäude suchen gehen. So, hier ist ein Zaun-Zwischenraum. Und da gehen wir jetzt durch.
Guck mal, wir haben hier ein, wie heißt das nochmal? So eine ganz alte Sirene gefunden, oder wie sich das nennt. Die sieht so alt und verrostet aus. Ne, guck mal, wisst ihr, was das ist? Das hier, das ist ein Schrank. Mit einem ganz alten, hier, Telefonsystem dran. Mit der Hörer, oder wie sich das nennt. Das ist in diesem Schrank drin. Ui. Vogelnest. Mit ganz viel Leere dran. Und der hier, wir haben erstes Lost Place gefunden von diesem Gelände. Raum mit Schall dran. Guck mal, wir haben hier wie heißt das nochmal? Ein verlassenes Gebäude gefunden. Und hier in diesem verlassenen Gebäude gehen wir rein. Und wenn wir jetzt hier drin sind, ja, das ist unser Schlafplatz für heute. Irgendwo hier. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und guck mal, hier, Toilette. Wir haben gerade unseren ranzigen Wagen hier diese Treppe hochgelaufen. Aber ich finde dieser Dachboden hier vorne, der sieht schon mal ganz schick aus. Sieht aus wie so eine Geländezeichnung. Das ist das Gelände hier. Hier rein. Hier sind wir durch. Hier sind wir rein. Dann sind wir hier runter. Hier in der Mitte durch. Ja. Dann sind wir hier runter. Hier hoch. Und jetzt sind wir hier oben. Oi, hier, wir haben einen Pennplatz gefunden. Und zwar genau hier. hier werden wir, hier, wie heißt das nochmal, unsere Isomatte aufschlagen und sowas. Also unsere Matten, damit wir drauf pennen können. Und gleich eine Runde hier kochen, fressen machen und Bier trinken. Da freue ich mich drauf. Guck mal, was Marvin hier in diesem Lost Place gefunden hat. Das hier mit Feuer dran. Da ist noch Gas drin. Und das leuchtet. Und ich habe hier noch hier diese Kerzen für uns angemacht. Die liegen hier rum. Damit hier noch eine noch viel entspanntere Atmosphäre drin in diesem Lost Place drin ist. Aber jetzt erstmal mit der Fresse meine Isomatte aufblasen. Hier, mein Schlafplatz ist fertig. Jetzt gleich Fressen machen und darauf erstmal ein Bier trinken. Und jetzt gleich, oder wir starten. Ich koche Ravioli für mich und Marvin kocht schon. Der fängt schon an. Ich muss noch anfangen. So, erstmal hier diese Maggi-Dose mit diesem, wie heißt das nochmal, mit diesem Messer aufmachen, weil hier ist kein Griff. Und dieser Messer, der hat mich noch nie in den Stich gelassen. Der ist voll cool. Weil er so stumpf ist und trotzdem Dosen aufmacht. Und so alt und so weiter. Ich habe diesen scheiß Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser heißt das. Den habe ich schon seit der Grundschule. Ich glaube, dritte, vierte Klasse oder so. Und der macht voll cool Dosen auf. So, hier ist diese scheiß Ravioli-Dose. So, und weil diese Ravioli-Dose, wenn man die warm macht, das habe ich beim letzten Mal gemerkt, dann hat das einen ganz anderen Geschmackston, weil da ganz viel Chemie drin ist, was hier dann irgendwie wegen Feuer dann irgendwie aufgeht, flüssig geht und so weiter und in dieses Fressen reingeht, in diese Raviolis rein. Und das mag ich nicht. Und deswegen mache ich diese Ravioli hier rein. Damit, wie heißt das nochmal? Damit dieser Topf dreckig wird. Und dann werde ich von diesem Topf ausfressen.
Oi, hier sind gerade ein paar Jugendliche, eine ganze Gruppe Jugendliche hier vorbeigelaufen. Und haben uns beim Kochen zugeschaut. Und hier. Guck mal, meine Ravioli haben langsam Blasen. Und weil hier langsam Blasen zugekommen, sind die gleich fertig. Ne, hier, Friesen ist fertig. Jetzt endlich zu gefressen. Guck mal, die ganzen da drüben, die machen Party. Einen Raum weiter. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Hier, die von drüben sind hier angekommen und die wollen grüßen. Moin, ich grüße Justin Yusuf. Ich grüße Devin, Justin und Lena. Darf ich auch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße Devin und Dennis. Ehrenmann. Ja, ich grüße auch noch Dennis. Ehrenmann. Ich grüße auch. Sehr gut. Guck mal, das hier, das ist Lauchzwiebel. Ich habe Lauchzwiebel gefressen. Letztes Gute Nacht Bier trinken. Gute Nacht, geprost. Gute Nacht, geprost. So, letztes Gute Nacht Bier ist noch am Trinken, aber ne. Werde ich vielleicht morgen weiter trinken. Deswegen gute Nacht bis morgen. Ne, guten Morgen. Hier, Mann ist auferstanden. Und heute ist die ganze Zeit voll das Scheißwetter mit Regen und so weiter. Und wir haben voll lange gepennt. gleich Kaffee machen. Und dann einpacken und dann losgehen. Nach zurück. Und erstmal hier. Restbier von gestern trinken. Hier, guck mal, ich habe hier ein bisschen Käsebrot mit Lauchzwiebel innen drin. Zum Fressen. Oi, hier, Wasser kocht. Für Kaffee. Jetzt kann ich diesen Herd, ich meine dieser, wie heißt denn das Ding nochmal? Dieser Topf runterstellen. Ja. Und dann. Oh. Und dann diese Flamme hier ausmachen. Und gleich ist Kaffee fertig. Ne, guck mal hier, Kaffee ist fertig. Jetzt endlich Kaffee trinken. So, und ich werde darauf hier einen Lauch fressen, meinen Kaffee weitersaufen und noch einen guten Morgen ein Bier trinken. Ach ja, hier, so sieht unser Schlafplatz aus. Hier hab ich geschlafen. Und hier hat Marvin geschlafen. So, Sachen sind gepackt. Müll haben wir auch hier in dieser ranzigen Beutel reingemacht. Und jetzt den ganzen nervigen Müll hier dran machen. damit das schwerer wird zum Schieben. Und gleich nochmal Lost Places angucken. Und dann nach Richtung Rückweg. Guck mal, so sieht dieser Lost Place von dieser Seite aus. Mit runtergefallenen Tapeten und sowas. Die hier so rumhängen. So sieht dieser Lost Place von diesen Räumlichkeiten aus. Mit dieser Mauer, die kaputt ist. So, das hier, wir haben oben geschlafen. Und das hier, das ist die untere Etage. Guck mal, hier vorne ist Waschbecken. Ja, hier ist ein Grill drin. Oh. Röhre. Und das hier, das ist Toilette. Und hier sind noch mehr Toiletten. Mit Scheiße dran.
mit ganz alte Scheiße dran. So, das hier, das ist diese Damentoilette, wo ich gestern einmal kurz drin war. Und das hier, das sieht aus wie so eine kleine Küche mit Waschbecken und sowas. Und das hier, das sieht aus wie Dusche mit Waschbecken. Dort Spiegel ist auch noch dran. Ein ganz leerer Raum mit einem einzelnen Waschbecken. Das hier ist, glaube ich, letzter Raum von unten. Jetzt raus zugelaufen. Ui, in dieser Halle. Hier sind Maschinen und sowas. Ganz alte Fabrikmaschinen. Mit Rost dran. Heizung mit Rost dran. Eine Vollfettheizung mit Rost dran. Guck mal, da oben ist Marvin. Drei Heizöltanks mit Fett dran. So, wir sind jetzt in einem anderen Gebäude und darauf lässt man ein Bier trinken. Hier eine Vollfetthalle. Mit Schall dran. Guck mal, diese Halle hier hat sogar so einen Käfig drin. Zum, keine Ahnung, was machen damit. Eine Treppe gefunden. Das hier ist Halle von Stock 2. Wände aus Munitionskisten. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ne, da oben ist Vogel. Ja, das schon. Guck mal, jetzt gerade regnet das plötzlich. Und wir haben hier einen Unterschlupf gefunden. Und hier, richtig scheiße. Dieser Rad, wenn ich den schiebe, dann klappt dieser ganze Rad hier immer wieder zusammen. Also keine Ahnung, wenn ich hier so stelle, dann klappt das immer so zusammen. So kann ich auf jeden Fall meinen Scheißwagen nicht weiterschieben. Also werde ich jetzt die ganzen Sachen hier auspacken und versuchen, dass das mehr Gewicht hier auf diese Schaufel kommt, damit der hier nicht wegklappt. Das hat richtig genervt. Schon beim Schieben klappt er immer wieder weg. Zusammen. So, ich habe jetzt meinen Wagen umgestellt. Und zwar, ich habe das hier ein bisschen weiter nach runter gemacht. Und diese Scheiße, also diese Isomatte, anstatt hier oben drauf, genau hier drunter gemacht. Damit mehr Gewicht und so weiter und auf die Schaufel drauf geht, anstatt hier oben. Extra damit das hier nicht so schnell umklappt. Meine einzige Sorge ist, wenn ich jetzt durch irgend so ein Gebüsch laufe und da irgendwelche Dornen und sowas sind oder spitze Gegenstände, dass das irgendwie hier in diese Isomatte, weil das eine aufblasbare Isomatte, dass das irgendwie da reinpiekt und Löcher reinmacht. Das ist meine einzige Sorge. Aber ansonsten, so scheint es besser zu halten als davor. Und ich habe hier auch noch Platz, um hier besser hier reinzugreifen, um neues Bier zu holen. Guck mal, wir haben die Taschen so gemacht, mit diesem Schutz Dings, Regenschutz. Weil hier wegen Regen kommt. Und hier, Marvin hat einen tarnfarbenen Regenmantel an. Und ich hab einen gelben Sack an. Zugelaufen bei Regenwetter. weil es regnet oder so. Deswegen bei Regenwetter zugelaufen. Mit gelbem Sack. Und Regenschutz. So, jetzt gehen wir durch diesen, wie heißt das nochmal? Ausgang. Ausgang. Wo wir gestern durchgegangen sind, gehen wir jetzt schon wieder da durch. Um jetzt nach Richtung wieder zurückzulaufen. Oh Scheiße, schon wieder Bier trinken. Weil das andere Bier ist schon leer. Das ist Scheiße. Ich mag das nicht. Oi, hier, ich hab schon wieder meinen gelben Sack an. weil Regen ist wieder zurückgekommen. Deswegen hau ich meinen gelben Sack an. Und das ist alles geschützt. und jetzt laufen wir in voll cool Regen zurück. Oi, hier, Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich endlich diesen schweren Müllsack mit ganz viel Bierflaschen und so weiter hier reinschmeißen. Hier unten hat jemand ein paar so einen Katzenfutter gefressen hier in der Bushaltestelle. Geil. Guck mal, See im Weg. Deswegen laufen wir hier.
So lang. Hier, wir haben eine Schutzhütte gefunden. Die haben wir gestern gar nicht gesehen. Wir sind auf dem gleichen Rückweg wie gestern. Und ich werde darauf erstmal ein Käsebrot fressen. Und mein letztes Bier trinken. So, jetzt weiter zu gelaufen. Ne, guck mal hier, wir sind schon wieder an dieser Stelle, wo dieser Wunschbaum ist. Also dieser hier. Und hier ist immer noch meine Karteikarte, die ich gestern hier gemacht habe. Die ist sogar trocken geblieben, also von innen drin. Das hier, das war die billigste Mülltüte von Edeka gewesen. Damit habe ich das geschützt. Ja, und hier sind von anderen Leuten noch, hängen hier noch ein paar Sachen drum. Marvin hat hier so ein Krokodil gefunden. Und in diesem Krokodil war das hier, also hier so ein Känguru drin. Und da drin, in diesem Krokodil, was hier reingestöpselt gekommen, da war hier so ein Zettel drin. Und Marvin schreibt da was rein. Ne, ich habe mich auch gekennzeichnet auf diesen Zettel. Und jetzt dieser Zettel oder was das ist, hier diesen Krokodil schon wieder reinstopfen. Hier, wir waren in diesem Tankstellen-Shop drin gewesen. Und wir haben uns so ein bisschen was geholt. Ich zum Beispiel habe mir 3 Krombacher geholt, weil ich kein Bier mehr da habe. Und eine Tüte Süßigkeiten, weil ich Bock auf so etwas habe. Deswegen habe ich mir das gekauft. aber jetzt weiter zu gelaufen. Hier jetzt langsam Dunkle kommt, weil immer mehr Dunkle kommt. Deswegen ist Dunkle gekommen und deswegen laufen wir jetzt in Dunklen. Weil immer mehr Dunkle kommt, habe ich hier Bier trinkend meine Kopflampe angezogen. Zum Waldwegbeleuchtung machen. Ne, hier. Kühe. Mit reflektierten Augen, also zumindest sehe ich das. hier, Kröte gefunden. Der springt rum. So eine Kröten können springen. Guck mal, wir sind hier schon wieder auf dieser scheiß Autobahnbrücke. Also hier diese Brücke, wo wir gestern gelaufen sind. Also da, wo diese ganzen scheiß Autos langlaufen und andere Fahrzeuge und sowas. Genau da laufen wir jetzt hier rüber. Ach ja, das hier, das ist nicht die Autobahnbrücke, die wir gestern gelaufen sind. Sondern die wir gestern gelaufen sind, die ist ein Weiter nach ganz hinten. Und heute laufen wir diese Autobahnbrücke, weil die ein bisschen kürzer bis zum Rückort ist. Bis nach Aumund. Hier, guck mal, mein rechter Rad, der fährt ja seit den letzten Tour mit Marvin, fährt er ja auf Felge. Und der linke Rad, der löst sich langsam. Der wird immer instabiler. Dieser Gummi fällt bald ab. Und ich glaube, mal gucken. Also entweder diese Tour oder nächste Tour. Dann fällt dieser Gummi ab. Und dann fahre ich komplett auf 100% auf Felge und nicht nur zu 50%. Bierpork mit... Das ist ein Bierpower Verkehrsreflektor bei Nacht. Nicht geschafft. Oi, hier, wir haben Bremen, Ortsteil Aumund, Hammersbeck erreicht. Und jetzt, weil wir Bremen erreicht haben, dauert es, glaube ich, nicht mehr lange bis zu dieser Bahnhof oder wie sich das nennt. Zum Zurückfahren. Oi, hier, Bahnhof gefunden. Dieser Bahnhof hat Bierpower-Metallknobel. ach da. Da fährt er. guck mal, mein Scheißzug kommt an. Jetzt kann ich da einsteigen, um nach Hause zu fahren.
Ich bin eingelaufen.